Also jetzt müsste man ein Buch haben, wie bringe ich meinen Schüler, meinen Kindern zu Hause Bruchrechnen bei? Ja, genau. Da schreiben mir ganz viele, die haben mehrere Kinder und müssten ja arbeiten weiter oder am besten im Homeoffice und dann sitzen da lauter gelangweilte Kids rum. Ja. Und dann sollen sie noch die Schulaufgaben, die Lehreraufgaben übernehmen und haben auch keine Ahnung mehr davon. Das ist Aber schwierig. wenn du das Thema ansprichst, da geht ja bei mir sofort alle Alarmanlagen an, weil unsere Schule, und wir haben drei schulpflichtige Kinder, ja, hat nichts anderes zu tun, als über eine digitale Plattform, in Anführungsstrichen, keine Ahnung, 40-seitige Pamphlete zu verteilen mit Hausaufgaben, was die Kinder im Selbststudium oder am besten mit den Eltern dann noch machen sollen. Also kein E-Learning, kein Lehrer, der sich hier mit Zoom hinsetzt und mit den Kids lernt. Ja, das ist für mich ein Aufreger, das gibt's gar nicht. Ja, das habe ich ja jetzt gerade auf meiner Homepage publiziert. Diesen Aufreger, der geht so tief in die Psyche, dass man sich das so als Gesellschaft, glaube ich, merkt jetzt. Und man will dann sicherlich was Besseres haben. Das war bis jetzt ja nicht, weil man das Problem gar nicht gesehen hatte. Also alle Leute sagen, so wie Marketing-Sprech, wir haben schon alles, ja. An meiner Schule geht das alles und so, dann wird man immer zugeschüttet mit, es ist alles perfekt. Und jetzt sehen mal so größere Mengen von Eltern, was eigentlich wirklich da ist. Und ich glaube, das gibt schon einen Push dann. Ja, ich glaube auch. Also, ich fand es ja so interessant. Wir haben ja immer so gerätselt, oh, Disruption, welche Branche trifft es als nächstes, ja? Und dann kommt einfach so ein Coronavirus um die Ecke, geht viral und wir haben die Disruption auf der ganzen Linie eigentlich, ne? Wie hast du die Krise bis jetzt erlebt, so ganz persönlich? Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Ja, also ich meine, ich bin jetzt Risikogruppe natürlich. Und meine Kinder wollen mich nicht mehr besuchen und mich nicht Aus Ja, Liebe. gut, die Anne arbeitet an der Uni, die haben dann auch schon zugemacht und der Johannes bei so einem größeren DAX-Konzern und die gehen alle auf Homeoffice, ja, und das ist alles ein bisschen schwierig. Ja. Ja, Aber wie kommuniziert ihr dann? Per Skype gut, wahrscheinlich, wir sind sowieso über WhatsApp und so immer dabei. ne? Wir, also praktisch, wir sind elektronisch sowieso verbunden, sind so, ja, was man so vielleicht glückliche Familie nennt. Und telefonieren auch öfter miteinander und schicken uns Bilder von allen möglichen. Ja. Ja, Und wie lange seid ihr also jetzt schon zu Hause? So zwei, 3 Wochen Wochen, schon, ja, ne? 2 Wochen, ja. Ja. Also mir werden alle Veranstaltungen natürlich abgesagt. Wir machen im April dann 2 virtuelle. Also ich kaufe mir dann jetzt irgendwie so ein Greenscreen oder irgendwie vielleicht. Ich habe dann auch eine Ausrede, mir eine neue Kamera zu kaufen. Da kann ich dir eine empfehlen. Ja, nein, ich habe jetzt mal gesagt, kann mir mal einer sagen, was ich jetzt eigentlich brauche. Also, Ja. wenn ich jetzt YouTuber werden will, was brauche ich denn jetzt? Muss ich irgendwie so ein Studio-Set mit Greenscreen oder irgendwas haben? Ich weiß es nicht. Ja, absolut. Welche Kamera und muss die einen HDMI-Ausgang haben und wie geht das und weiß ich was? Und weiß keiner so richtig. Und dann dachte ich immer, irgendwer schickt mir mal eine Liste, was soll ich kaufen? Geld hätte ich ja, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Also wir haben ja ganz viele hier in der Community und da gibt es sicher den einen oder anderen, der so eine kleine Einkaufsliste mit Beschreibung schicken kann. Weil das ist ja heute, und das ist ja das Schöne an der heutigen Zeit, es ist ja eher eine Befähigung von uns durch digitale Medien und auch Software, uns digital zu bewegen und digital zu kommunizieren. Das war ja von vor vielen Jahren noch wirklich ein Privileg der Nerds oder so, weißt du, die sich da richtig reingearbeitet haben. Und die Frage ist ja jetzt, und das ist ja auch so unser Thema der Sondersendung, jetzt auch mit dir zu sagen, wie geht's denn eigentlich nach Corona weiter? Also
Zuerst mal natürlich die Frage, wie lange dauert die Krise und die Nachwehen. Aber was ändert sich dann dramatisch in der Zeit danach? Wie siehst du das? Ja gut, also die Krise wird jetzt erstmal nochmal ausbrechen. Die westliche Welt hat keine richtige Antwort auf die Frage, für wie viele Tote lasse ich die Wirtschaft crashen. Das ist ein bisschen kitzlig. Ja. Die Frage, nein, ja, ja. Ich diskutiere das immer so ein bisschen bei selbstfahrenden Autos. Wir haben jetzt 3000 Verkehrstote im Jahr. Die kümmern uns nicht so wirklich. Also wir haben akzeptiert, dass die sein müssen. Selbstfahrende Autos würden das Flasche auf 10% runterfahren, ja, also auf Computerunglücke. Also die meisten Unglücke entstehen ja durch Missachtung der Verkehrsregeln, besoffen, zu schnelles Fahren und so weiter. Das kann man dann einfach, wenn man das ausschließt, weil das selbstfahrende Autos nicht machen, sind ja dann 2700 Tote weg. Das ist ja sehr erstaunlich. Zum Beispiel für die Abwehr von Terrorismus, da sind wir bereit, unser ganzes Leben umzustellen, auch die Datensicherheit aufzugeben, damit 2 Leute nicht erschossen werden dieses Jahr. Schwierig. Ja. Und jetzt haben wir aber eine echte Entscheidung. Also jetzt müssen wir irgendwie sagen, wie sehr lassen wir das crashen und wie viele Leute retten wir. Ja, und da hat jetzt der Rümelin gestern ein Statement abgegeben, irgendwie bei Steingarts Morning Briefing oder bei der Wirtschaftswoche, und hat das mal irgendwie auch zur Diskussion gestellt. Also wie entscheidet man sowas? Das ist sehr schwierig. Also praktisch, wir haben dann irgendwo Leute, die irgendwas vorschlagen, also was Konkretes, und dann sind eben die Idealisten da, also die hauptsächlich sich im Internet da verbreiten, die wollen die Entscheidung nicht treffen. Die wollen sagen, wir retten jeden. Aber es geht nicht, weil also dann würde die Wirtschaft ja crashen. Und jetzt muss man sich irgendwie verständlich unterhalten, ohne sich anzuhaten. Das ist der Punkt. In Amerika denke ich, dass im Augenblick das so ein bisschen schwierig wird. Wir haben da eine wahnsinnige Wachstumsrate von den Infizierten. Also ich gucke das jetzt mal bei der Hopkins-Universität ab und zu mal nach. Das ist den Leuten vielleicht noch nicht klar in Amerika. Die waren jetzt in den Tagen zuvor bei, glaube ich, 32.000, dann 36.000, 46.000, gestern 55.000 und heute kommt noch nicht, weil die ja morgen erst haben. Ja, also das kann sein, dass die heute Abend 65.000 haben und nächsten Dienstag China überholt haben. Und dann gibt es nochmal so eine andere Welle und dann redet der Trump dazu. Ich weiß noch nicht genau. Man kann es schwer sagen, weil die irgendwas entscheiden. Aber die Amerikaner werden eher so entscheiden, dass sie sagen, dann gehen eben ein paar Leute hops. Ist auch interessant, wie die Länder. Das entlastet ja auch die Rentenversicherung. Wir haben ja ein Überalterungsproblem und dann wird so ein ganz so ein sarkastischer Pragmatiker sagen, dann lösen wir das jetzt. Ja, so. Ich gehöre ja auch zu denen, das ist ein komisches Gefühl. Also wenn ich es kriege, scheint es so zu sein, dass man so quasi ein Glückslos sieht, mit 3% krepiere ich jetzt. Das ist nicht so einfach. Also ja, in meinem Alter. Ich glaube auch, dass das ganz viel macht. Faktisch ist das so. Also das muss ich mir überlegen. Ja, und damit muss ich ja auch irgendwo leben. Ja. Also wie gesagt, da kann man ein bisschen spekulieren. Was mich ein bisschen aufregt, ist, dass die Leute die Statistiken nicht verstehen. Das ist immer so. Also die sagen, wir haben jetzt 30.000 oder jetzt gerade, also ich habe vorhin geguckt, 35.000 Infizierte in Deutschland, aber nur 180 Tote. Das sind ja wenig. Das Problem ist ja, dass die bei exponentiellem Wachstum die meisten Leute erst 3 Tage krank sind, also ja, weil das so stark wächst. Und die Toten, die ziehen ja nach. Also die kommen dann später. Ein paar Tage warten, ja, aber die Wachstumsraten sind doch nachgezogen und so weiter. Ja. Da reden die Leute einfach nur immer so. Also bei Twitter, warum regst du dich wegen 100 Toten auf? Ja, absolut. Das sind nicht 100 Tote, sondern das steigt ja. Also, aber später. Ja. Und ich habe das selber sogar bei Managern erlebt. Also wenn man im neuen Geschäft ist, beim Cloud-Business oder sowas, was wahnsinnig im Umsatz ansteigt, dann hat man so eine Exponentialkurve wie bei Corona. Also es geht so richtig hoch. Die Kunden wollen das alle kaufen. Kaufen, 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 kaufen. Und dann stellt man fest, dass der Umsatz null ist.
So wie die Toten null. Also, weil der Umsatz später kommt. Die müssen ja erst einmal drei Monate verhandeln. Mhm. Da kommt die Kurve nicht 10 Tage später, sondern so 3, 4, 5, 6 Monate, je nachdem. Mhm. Und dann sitzen da veritable Manager, also Entscheidungsträger, und sagen, das ist aber komisch. Ich reg mich dann so auf, also dass die Leute nicht mal das Wissen der 8. Klasse irgendwie drauf haben. Und dann sage ich immer, pass auf, ihr habt alle diese Aufgabe gerechnet. Eine Wasserlinse verdoppelt sich jeden Tag. Der Teich hat 100 Quadratmeter. Wann ist der Teich voll? Mhm. Wir haben sie alle gerechnet. Wir haben alle das Reißbeispiel mit dem Schachbrett gehabt. Und sie ignorieren es einfach völlig. Ja. Ja, also das zur Corona-Krise, was ich meine, wir müssen da wohl irgendwo jetzt eine verständige Entscheidung treffen, und da darf man nicht jetzt immer mit Hass dazwischen werfen. Ich meine, es geht jetzt darum, dass man als Volk innerhalb vielleicht von 10 Tagen oder 30 Tagen, weil es jetzt so schnell geht, muss man eine vernünftige Entscheidung treffen. Ja. Und was ja toll ist ja, dass die Solidarität zu erkennen ist. Das finde ich ja sensationell, wie man sich untereinander hilft. Ja. Wobei das, können wir nachher auch nochmal drüber reden, natürlich auch ein paar Gefahren birgt. Inflation von digitalen Produkten und digitalen Services. Ja, ja, aber also, ich meine, ich bin hier so einmal so runtergelaufen, so einmal hin und zurück im Dorf. Hier ist ja keiner. Ja. Habe aufs Handy geguckt, natürlich so wie Homeoffice, und dann ruft von oben da von so einer Mietwohnung eine runter. Das fand ich sehr. Brauchen Sie Hilfe? Ich sage, ich wusste gar nicht, was sie wollte. Was wollen Sie denn? Dann sagt sie, ja, brauchen Sie Hilfe? Ich sage, aber das ist nett. Ja. Und dann merke ich, dass ich doch alt bin. Ja, also ich komme gar nicht auf die Idee. Ja, aber endlich mal einer, der fragt. Ja. Wo war das vorher? Nein, das ist schon, mich ärgert das natürlich, also jetzt im Bahnhof, da fragen auch, kann ich Ihnen beim Koffer helfen? Das finde ich, da bin ich eher böse, so im Sinne, weil das, mein Ego ist an. Ja. Getriggert. Ich habe wirklich so körperlich in Erinnerung, da war der Fahrstuhl kaputt, da muss man irgendwo hoch und in Stuttgart. Und da kommt eine vollverschleierte Muslimin, also konnte man noch nicht mal die Augen sehen, gar nichts, ja, voll verschleiert, springt auf mich zu, hat so Turnschuhe offensichtlich an. Mhm. Da kann ich Ihnen helfen. Ich sage, nee, eigentlich nicht. Ach, ist ja okay. So, das war so ganz, das war ganz wunderbar. Ich habe irgendwie seitdem irgendwie so, weiß ich nicht, das war schön. Habe ich ganz vergessen, dass ich alt, dass ich böse werden müsste, alt zu werden. Ja. Aber man, also das sind auch so wo man es gar nicht erwartet, kriegt man irgendwo Oberhilfe. Aber ich bin natürlich eher jetzt einer, der anderen hilft, also immer noch. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn wir uns mal die Zeit nach Corona vorstellen? Wir wissen ja nicht, was kommt. Wir haben ja auch keine Glaskugel. Das funktioniert alles irgendwie noch nicht. Würdest du das Verhalten von dem, was kommt, als Adaption oder Transformation begreifen wollen? Also wenn wir darüber nachdenken und sagen, okay, was haben wir gelernt? Ja, wir sind ja jetzt wirklich in den Ausnahmezustand gegangen. Sind wir eher dabei, uns anzupassen oder Dinge anzupassen, Dinge zu verändern? Große Unternehmen, die jetzt auch begreifen, dass Homeoffice ja offensichtlich auch im größeren Stil funktionieren kann. Ja, oder ist es eher eine Transformation? Ist es eher dass wir umgestalten? Ja, ich glaube, das ist sehr philosophisch. Bist du ja. Nein, Platon hat das ja. Lernt mal bei Platon Liniengleichnis. Also es gibt so 4 Stufen des Denkens. Also die oberste Stufe ist reines Erkennen des vollen Systems. Mhm. Also da sagt man mal systemisch die Wechselwirkung verstehen mit allen Feinheiten, ja, wie sich was bewegt im System. Mhm. Das zweite ist so, dass man Analysen fährt. Also was passiert, wenn ich Ihnen Homeoffice gebe? Wenn, dann und so weiter. Mhm. Das ist mehr so Analyse. Das ist so was, wie Management vorherrscht mit Excel. Gucke ich mal, wenn ich Preise hochsetze, entwickelt sich die Nachfrage und der Profit und so weiter. Und die dritte Stufe, das ist, glaube ich, die Hauptstufe des Denkens. Das ist, dass ich eine Erfahrung mache und aus dieser heraus eine Meinung bilde. Mhm.
Ja, das muss selber erfahren sein. Es kann auch sein, dass die besten Freunde mir das sagen. Also die sagen, diese Zahnpasta ist total gut. Und dann sage ich, ja gut, dann probiere ich das mal. Und ich finde die wahrscheinlich sogar gut, nur weil Freunde das gesagt haben. Mhm. Aber es müssen Freunde gesagt haben. Es darf nicht irgendwie ein Professor. Ja, also es muss sowas wie eine Erfahrung sein. Und man kann mit den Leuten dann nur diskutieren, eigentlich, wenn sie eine Erfahrung haben oder wenn sie Freunde haben oder Bekannte, die das auch schon mal mitgemacht haben. Mhm. Und wir haben so eine große Teil der Gesellschaft, die Internet noch gar nicht mitgemacht hat oder gar keine Vorstellung davon hat. Und da kann man dann sozusagen auf der Stufe 1 und 2 reden, was man will. Also Internet ist gut oder sowas. Mhm. Die müssen die Erfahrung machen. Mhm. Also ich gebe mal ein Beispiel. Im Jahr 94, 93, 6, irgendwas hat IBM Home Office erlaubt. Das war damals eigentlich... Es gab zwei Schwierigkeiten. Das Internet hat Geld gekostet. Da ging es darum, der Betriebsrat wollte dann, dass das bezahlt wird. Das ging. Es war dann so schwierig, weil das ja Geld kostete, dass man dann eine eigene Telefonnummer kriegte nach Hause. Das ist ja jetzt egal. Wir haben ja sowieso alle WLAN. Ja, das war damals ja nicht. Und die zweite Frage war, sind die Mitarbeiter faul? Also hängen die dann rum und leisten weniger. Und da dann verlieren so Stechkarten den Sinn. Also man weiß gar nicht, wann die Anwesenheit ist. Und da gab es so ziemlich viele Diskussionen und die so sozusagen diese Gutsherren da oben, also die Herrscher, die hatten eher die Meinung, die sind alle faul. Da muss man natürlich auch das Zielsystem umstellen. Man darf nicht sagen, du musst jetzt 8 Stunden arbeiten, sondern du musst so und so viele Vorgänge abschließen. Also das heißt, man kann nicht einfach Homeoffice so machen, sondern man muss dann auch sagen, was die Leute so im Jahr machen müssen. Also grob wie viel. Und dann sagt man den Leuten nicht mehr, wann und ob sie überhaupt arbeiten sollen, sondern nur, was rauskommen soll, also eine gewisse Zielorientierung. Mhm. Und als das umgestellt war, das hat ein bisschen gedauert, hat sich herausgestellt, dass die Leute dann, sagen wir mal, eher zu viel arbeiten. Mhm. Also die setzen alles daran, die Ziele doch noch zu erfüllen. Und dann kann das Unternehmen natürlich die Ziele höher setzen und dann arbeiten sie immer mehr und geben immer mehr freiwillige Überstunden. Das hat eigentlich so zu dieser Überlastung und zu der Arbeitssucht geführt, die jetzt bei Beratern und so überall beklagt wird in allen Firmen. Das Wunderbare ist, dass die Leute jetzt wieder anfangen. Mhm. Das meine ich. Sie sind nicht in der Lage, einfach bei Firmen zu fragen, die schon 20 Jahre Homeoffice haben. Also ich schätze mal 95 Jahre mal angefangen. Also das heißt, bei IBM ist jetzt ein Vierteljahrhundert Homeoffice mit allen Erfahrungen. Mhm. Und die Erfahrung ist, dass man mehr arbeitet, als man normalerweise tut, wenn man ins Büro geht. Und deswegen sind alle froh. Also die Leute, die Homeoffice haben wollen und die Firma auch. Mhm. So, das weiß man seit einem Vierteljahrhundert. Und jetzt bei jeder Firma fängt diese Streiterei nochmal neu an. Mhm. Ja? Und deswegen geht so eine Transformation oder Disruption so langsam, weil die Leute das selber so irgendwie mal in den Knochen haben müssen. Mhm. So einfach zu sagen, das ist so, machen sie nicht. Mhm. Das ist auch bei WhatsApp so. Die Leute sagen, Internet ist blöd und WhatsApp, da stehlen sie mir die Daten, weiß ich was. Und dann schickt man sagt, komm, Oma oder so, ich installiere dir das einmal. Und dann schickt man ein Foto vom Enkel und dann sagt, ah, das ist schön, das funktioniert ja gut. Hm. Ja? Da können die Leute 10 Jahre lang sagen, das ist scheiß, scheiß, scheiß. Mhm. Eine Erfahrung, ein Säuglingsfoto und sie sind gekippt. Hin und weg. Ja. Das ist jetzt eine lange Erklärung. Was ich eigentlich meine ist, dass jetzt eine große Bevölkerungsgruppe, die mit Internet und so gar nichts zu tun hat, jetzt plötzlich in den Genuss einer Erfahrung kommt. Du hast es geschrieben, ja. Du hast mir einen Text geschrieben, der auch auf deinem Blog zu finden ist. Den verlinken wir auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Das sind relativ viele, also praktisch, weil was du gesagt hast, die Lehrer schicken jetzt irgendwelches Zeug, was nicht sinnführend für Eltern ist. Und dann sagen sie, die Erfahrung ist, ihr seid gar nicht so weit oder ihr seid hinterm Mond oder so. Ja. Das ist theoretisch immer schon gesagt worden, auch seit einem Vierteljahrhundert, dass die Schulen an sich oder das System sich nicht umstellt. Ich habe
schon immer gefordert, gibt es viele Vorträge im Internet, also auch schon für die 10 Jahre alt sind, dass man für jede Schuldoppelstunde einfach eine Sendung mit der Maus macht, also vernünftig eine Stunde erklärt. Mhm. Ja, ich habe auch vorgerechnet, eine Stunde Superfernsehen kostet 120.000 Euro, also 2.000 Euro pro Minute, mal 10.000 Doppelstunden, kann man einfach normal ausrechnen, wie viel das kostet. Ja? Mhm. 1 Milliarde kostet es, irgendwie so 800 Millionen. Denn unsere Gesellschaft haut dann lieber 5 Milliarden für Computer raus, die man zu nichts benutzen kann. Mhm. Ja? Oder sie geben jetzt 700 Milliarden für Corona aus oder sowas. Das spielt das überhaupt keine Rolle, das Geld. Aber sie sind nicht in der Lage, jetzt einfach mal Content zu schaffen, dass man irgendwie weiterkommt. Mhm. Ja, und diese Erfahrung, dass das eigentlich nicht da ist, die muss man machen. Aber ist es jetzt die Chance für vor allen Dingen uns in Deutschland zu transformieren? Ich meine, wir haben, du ja auch, auf Speakings oder wir haben Bücher geschrieben. Ist es jetzt vielleicht sogar die Chance in der Krise zu erkennen, vielleicht der Move, den wir machen müssen in Deutschland, vor allen Dingen in den Unternehmen, um zu erkennen, dass die sich dagegen auflehnen und sträuben, neue Technologien, neue Prozesse, New Work und was es da alles sonst noch gibt, dass wir jetzt viral gehen können? Also ja, ich glaube, an vielen Stellen, wie gesagt, macht man jetzt Erfahrungen. Mhm. Also praktisch, jetzt sagen die Leute, oh, ich kann beim Aldi die Kreditkarte daneben halten, dann piept, dann muss ich die nicht falsch reinstecken, dann nimmt die Kassiererin das wieder raus und sagt andersrum und dann habe ich Viren. Ja, so. Ja. Und dann kriegen sie das echt den Piep und bei mir ist es, glaube ich, eingestellt, bis 50 Euro muss man noch nicht mal die PIN eingeben. Oh, das ist ja total einfach. Ja, diese Erfahrung werden sie machen. Sie werden die Erfahrung machen, dass es eben nichts zu kaufen gibt und dann kann man einfach mal gucken, was also hier so Rewe anbietet. Mhm. Und dann kommt Rewe, bietet nur 10 Kilometer weiter in Wiesloch oder sowas an, aber nicht in Waldhilsbach. Pech. Ja. Ein bisschen schwierig ist es, dass jetzt bei Amazon die Lieferfristen auch sehr seltsam sind. Also man kriegt das erst in 14 Tagen. Also praktisch, da sieht man, also sozusagen, man sieht jetzt, dass das Internetsystem völlig überlastet ist, weil alle Leute jetzt online kaufen. Ja. Die sind natürlich jetzt ein bisschen gekränkt, weil nichts kommt, weil die Post jetzt überlastet ist oder sowas. Mhm. Im Idealfall wäre es so, dass sie also wirklich Same-Day-Delivery noch halten könnten von Amazon, dann wäre die Erfahrung vollständig. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass Amazon gut ist oder schlecht. Ich sage nur, dass ganz viele Leute jetzt diese neuen Erfahrungen machen und überhaupt im Internet gucken. Mhm. Ja, also ich habe jetzt einfach mal alles durchgeguckt, damit ich weiß, wovon ich rede. Ja, also bei Amazon gibt es jetzt manchmal so Versprechen, dass es in 14 Tagen oder 3 Wochen da ist. Ja, das sehe ich bei mir auch. Lieferschwierigkeiten in Ihrer Region. Dann zum Beispiel, was auch interessant ist, Doc Morris hat, die Apotheker hat die Rabatte runtergenommen. Also man kriegt das ja 30% billiger. Ich weiß nicht, ob das ein guter Schachzug ist. Sie jetzt kommen ja alle zu Doc Morris, weil das die bekannteste ist. Und da kriegt man dann Bepanthen 30% billiger. Dann würde man doch die Leute anfixen. Ich verstehe nicht, warum sie das machen. Ist egal. Also die Shop-Apotheke hat noch 30% Rabatt. Ich habe nur mal so rumgeguckt, wie geht jetzt die Adaption weiter und was machen, wie reagieren auch die Geschäfte. Die können natürlich jetzt die Medikamente zu den unverbindlichen Richtpreisen rausgeben, wie eine Apotheke kann sie machen. Ich weiß nicht, jetzt hätte man eine Chance, einfach durch sozusagen die Leute ganz ins Internet zu ziehen. Ja, vor allem jetzt durch ein Service-Erlebnis. Ja, ich will dir gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Also praktisch jetzt auf meinem Stream sagen die Leute, kauft alle, aber jetzt bitte bestellt es beim normalen Buchhändler, ruft da an und so weiter, weil ja viele Leute pleite gehen. Aber im Grunde haben wir jetzt so eine ganz gigantische Welle von Leuten, die ganz neue Nutzungserfahrungen machen. Mehr will ich da nicht sagen. Ich will nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Mhm. Ich sage nur, wir stehen vor einem Wandel, der durch diese neuen Nutzungserfahrungen getriggert ist. Mhm. Ja, das ist so ein ganzes, die ganze Bevölkerung wird da reingezogen. Mhm. Es ist und jetzt ja auch, muss man sich überlegen, was das bedeutet. Ja, es ist ja auch eine Beobachtung, die wir hier machen, weil
Weil die nächste Frage, die sich ja fast aufdrängt, ist ja, wer werden die Gewinner der Krise sein? Und da sehe ich persönlich natürlich auch Plattformen wie Amazon, ja, oder Zalando, die einfach über Jahre ihr Digitalbusiness aufgebaut haben, digitale Geschäftsmodelle entwickelt haben. Was ist mit denen, die auf der Strecke bleiben? Wer werden die Verlierer sein? Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle in eigener Sache und ich freue mich wirklich riesig, denn ab sofort kannst du dich in die Personal Branding Masterclass einschreiben. Diese Masterclass richtet sich ganz speziell an Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich eine Eigenmarke, also eine Personal Brand aufbauen und mit einem residualen Einkommen, viele sagen auch passivem Einkommen, ihr Business skalieren wollen. Ich habe ein 9-Wochen-Programm entwickelt. In diesen 9 Wochen gehe ich jedem einzelnen Teilnehmer einmal die Woche so richtig auf die Nerven. Das heißt, es wird Einzel-Mentorings mit mir geben. Wir werden Live-Webinare zum Thema Podcasting haben beispielsweise. Wir werden Arbeitsunterlagen und Checklisten haben, Ratgeber als E-Books. Es wird eine VIP-Facebook-Gruppe geben. Es gibt oder mehrere Masterclass-Online-Meetings. Bei mir ist einfach wichtig, dass die Leute, die in der Masterclass drin sind, quasi eine Peer-Group bilden und dass ihr euch untereinander helfen könnt. Das ist extrem wichtig für uns Unternehmer, dass wir so eine Gemeinschaft haben, in der wir wachsen können. Wenn euch das Thema interessiert, geht bitte ins Internet unter markenrebell.de/personal-branding-masterclass. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt geht's weiter hier. Viel Spaß. Ich glaube erstmal so klein, ich bin ja auch ein bisschen Unternehmer mit so einer Steuernummer und halte Reden, die sind irgendwie gestrichen. Moderatoren braucht auch keiner mehr, ist einfach gestrichen. Ja. Also wir Gewinner haben wir jetzt aufgezählt, das sind also praktisch, ich weiß noch von einer großen Firma, Teladoc, müsste ich noch sagen, Teladoc, also wie Telefondoktor, die schießen gerade, da hätte man mitten in der Krise doppeltes Geld machen können, die schießen gerade raus und die Teladoc-Leute sagen, dass in der Medizin auch jetzt ein Tipping Point erreicht wird, weil die Leute ja immer sagen, dass ein Arzt am Telefon, das mache ich nicht oder über Skype oder Zoom, das mache ich nicht. Da gibt es auch jetzt ein Umdenken und sagen, nee, ich will lieber da nicht hin, der soll mir einfach, dass ich zeige meine Hand in die Kamera, in den Bildschirm und dann soll er sagen, ob ich was habe. Oder mich einfach angucken und virtuell untersuchen. Da fallen sehr viele Hemmschwellen und aus diesen Erfahrungen und Hemmschwellen kann man dann sagen, wer jetzt dran glauben muss. Wer dran glauben muss, ist, glaube ich, sind so Firmen, die also müssen unterscheiden zwischen kleinen und großen Firmen. Kleine Firmen gehen einfach vielleicht pleite. Ja, da wird jetzt gesagt, zum Beispiel, man kriegt 10.000 Euro mal geschenkt. Also heute stand in der Zeitung, dass Unternehmen bis 50 Mitarbeiter maximal 30.000 Euro geschenkt bekommen. Wenn ich jetzt aber 50 Mitarbeiter habe und den Gehälter zahlen soll und mein Business ist geschlossen, dann bin ich hin. Ich weiß nicht, was die Politiker da machen. Ich bin völlig überrascht, also wie die das sehen. Also ich bin jetzt Redner. Ja, bei mir fällt nur mein Gehalt weg. Ich habe noch Rente, das ist eine andere Frage. Aber ich könnte jetzt auf Hartz IV für 3 Monate gehen. Passiert nichts, dann fange ich wieder mit Reden an. Ja, das geht. Aber wenn ich jetzt so ein gefülltes Lager habe und habe irgendwie so ein Baugeschäft, was mache ich denn dann? Und dann kriege ich 30.000 Euro. Und ich möchte mal wissen, wie sie die 30.000 Euro verteilen. Vermutlich müsste ich wahrscheinlich lange Anträge schreiben und 8 Wochen warten, dann bin ich ja tot. Ja, und ja, nachweisen, dass du kein Geld auf dem Konto hast. Ja, ich meine jetzt so bei Autos ist es geklärt. Also ich fahre gegen einen Baum, schicke ein Foto an die Versicherung, dann kommt ein Gutachter für 600 Euro, nimmt es auf und 2 Tage später ist das alles gefixt. Ich kriege einen Leihwagen und so. Also es gibt schon Schäden, die auch 100.000 sein können, also relativ große, wo aber die Infrastruktur das sofort abwickelt. Jetzt in dieser Frage hat sich gar keiner Gedanken gemacht. Ja. Und dann nehme ich an, dass so Leute, die ein kleines Geschäft haben und das zumachen müssen, die sind einfach weg. Also ein Restaurant zum Beispiel ist ja meistens nicht so richtig Eigenkapital gesegnet. Und wenn die 3 Wochen zumachen müssten und vielleicht 3 Kellner bezahlen, haben die ein Problem. Weiß ich nicht, wie das geht. Ja. Also jedenfalls gibt es da große Probleme. Bei großen Firmen, da ist das Problem, dass sie ohne
ohne Puffer wirtschaften. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt recht habe. Also ich sehe das so ein bisschen, wenn ich jetzt Rechnungen schreibe an Großkonzerne, dann kriegt man da so 10 Seiten ausgedruckt auf irgendeinem komischen Einkaufssystem. Und da steht dann drin, also da steht Zahlungsziel 30 Tage netto bis 100. Ich habe auch schon mal 100 gesehen. Das kenne ich aber auch. Das ist eine Katastrophe. Ja. Das heißt, sie bezahlen ihre Lieferanten 2 bis 3 Monate später, nachdem die Leistung erbracht worden ist. Damit muss ich jetzt sozusagen als Gewerbetreibender ja leben. So, die Idee bei der ganzen Geschichte ist, dass, sagen wir mal, ein Autokonzern alle Teile bestellt, die kommen auf den Werkhof, die haben sie, und dann bezahlen sie sie 2 Monate später. In 2 Monaten ist das Auto schon gebaut und verkauft. Das heißt, sie bezahlen das Auto nicht in dem Augenblick, wo die Teile angeliefert werden, sondern sie bezahlen sie aus dem Kaufpreis des Käufers. So. Dieses System bedeutet, dass ich ohne jedes Eigenkapital die Fabrik fahren kann. Ich brauche kein Geld. Also praktisch das Geld geben mir die Leute immer, was ich gerade produziere, bezahlen die Leute mir 2 Monate später. Mhm. Und das heißt sozusagen, so eine ganze Fabrikation oder eine Fließbandstraße ist sozusagen auf Pump finanziert von den Lieferanten. Mhm. Ja, und wenn jetzt aber die Bänder anhalten, und was macht man dann? Und ich kann mir vorstellen, dass sie erhebliche Liquiditätsprobleme kriegen, also weil kein Puffer da ist. Da schimpfe ich ja die ganze Zeit drüber, dass man Effizienz auch überziehen kann. Also auf meinem neuen Buch ist vorne so ein Drehknopf drauf. Der hat so eine Schaltung von gut auf besser ganz oben. Und dann, wenn man zu weit dreht, ist Bullshit. Ja, also gut, besser, Bullshit. Und ich glaube, wir haben jetzt so eine Lage, wo die ganze Industrie jetzt aus quasi große Probleme hat, weil sie keine Reserven hat. Bei der Auto- und Immobilienindustrie muss man sich das vorstellen, im Krankenhaus sieht man es. Also die Krankenhäuser haben jetzt jahrelang die Betten optimiert, damit sie Gewinn machen können, weil sie Gewinn machen müssen. Das heißt, alle Betten sind immer belegt, immer. So, und jetzt kommt Corona dazu und jetzt müssen Leute sterben. Mhm. Ja, also weil kein Puffer da ist. Wenn man jetzt vernünftig fahren würde, dass ein Krankenhaus quasi immer 10% der Betten frei hat. Also zum Beispiel, ich glaube, die Lufthansa hat zum Beispiel immer 100 Zimmer im Sheraton Hotel in Frankfurt frei, wenn jetzt ein Flug ausfällt abends, dann werden die Leute da reingeschafft. Kontingent. Ja. Wenn jetzt aber alle Hotels immer ausgebucht sind und ein Flieger ausfällt, dann kann man nichts machen. Und jetzt müsste man doch gerade im Gesundheitssystem, sagen wir mal, 10% frei halten oder 5, you name it, dass man Katastrophen abfedern kann. Das findet nicht statt. Und weil wir ein paar Krankenhäuser, also gesamtwirtschaftlich meine ich ein paar, sozusagen ein paar Betten nicht frei halten wollen, taucht jetzt die gesamte Volkswirtschaft ab. Das ist ja das Problem. Mhm. Ja? Wie weit kann ich die Volkswirtschaft runterfahren? Das ist ja noch die große Schwierigkeit gerade, glaube ich, der Politik, dass das irgendwie noch wieder hochfahrbar ist. Also wie lange kann ich das auf diesem niedrigen Niveau halten, wie wir jetzt wahrscheinlich unterwegs sind? Es geht wahrscheinlich noch niedriger, aber dass das noch wieder reanimiert werden kann. Weißt du? Was denkst du? Wie lange halten wir das durch? Ich meine, man muss einfach... Man müsste jetzt einfach sozusagen Gutachter haben, die hat man ja nicht. Also so wie bei Schaden mit PKW. Ja? Da kommt einer einfach vorbei, guckt sich den Laden an, 2 Stunden guckt er in die Bilanz und sagt, du kriegst 100.000, du kriegst 1 Million. So. Und dann wird sofort, also am besten in Cash ausgezahlt. Dann kann man natürlich diese kleinen Firmen noch retten. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich meine, den muss man ihnen das Geld aber echt schenken. Also nicht als Kredit, das hilft nichts, weil die ja keine Reserven sowieso haben. Da sehe ich ein bisschen schwarz. Also da muss man jetzt wahrscheinlich trotzdem jetzt irgendwo mal in 2 Wochen, 3 Wochen anfangen, harte Entscheidungen zu treffen. Ne? Das ist und dann, ich meine, die Leute sind selber schuld, dass sie über solche delikaten Fragen nicht nachdenken wollen oder eine Meinung haben.
Es kann sein, dass dann so einer wie Markus Söder kommt, wir machen das jetzt so in Bayern. Und dann die Bayern sagen, ja gut, dann machen wir das so. Und dann machen das die anderen auch so. Ja, also wir haben im Grunde, ich meine, der traut sich jetzt im Augenblick was. Ja. Vielleicht. Aber so war es ja ganz ehrlich auf Bundesregierungsebene ja auch so. Ne? Man hat ja irgendwie darauf gewartet, dass die EU was macht. Wenn ich mir anschaue, wie Österreich, meine Frau ist Österreicherin, wie Österreich dann wirklich pragmatisch gesagt hat, so wir machen das Ding jetzt hier zu, ja, um einfach diesem exponentiellen Wachstum da einfach auch entgegenzuwirken. Man sieht sehr ja rasch auch, in Deutschland. Ja, ich habe jetzt irgendwo gesehen, dass in Italien haben sie dann in Skigebieten gesagt, fahrt sofort nach Hause. Auf der Stelle. Und dann haben die sich aber Hotelzimmer zwischendurch in Österreich oder noch in Bayern gesucht, dass sie mal Stationen machen. Sie sind nicht sofort nach Hause gefahren. Deswegen hat man jetzt ziemlich viele Probleme. Und wenn man das so als Regierender sagt, dann sagt man also Menschenrechte hin und her. Ich schicke die Polizei oder man macht es auf die harte Tour. Und manchmal, ich meine, es ist einfach so, dass wir keine Zeit haben, das auszudiskutieren. Also welche Menschenrechte wann und wie viele Leute auf der Straße gleichzeitig gehen können und wer mit wem wie verwandt sein muss. Ja, und dann sagen wir, das geht uns alle zu weit, dass nur zu zweit da sind. Aber man kann es eben nicht diskutieren. In der Demokratie haben wir meistens so ein Jahr Zeit, ja, so. Wir debattieren jetzt seit 4 Jahren über den Brexit, glaube ich. Immer zu hin und her und verlängern das und so weiter. Und jetzt, wenn es aber exponentiell ansteigt, muss irgendwer jetzt mal so sagen, jetzt machen wir das so. Ja, und dann regen sich aber jetzt wieder viele auf, auch in der Süddeutschen wieder so, da werden Grundrechte mit Füßen getreten, bla, 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 bla. Also, ja, und das geht nicht, dass die Intellektuellen sagen, erstens muss aller Datenschutz sein, man darf nicht die Leute, die mit Handys verfolgen oder die Kontaktdaten rauskriegen, das geht nicht, man muss auch mit der ganzen Familie noch Hochzeit feiern können, das geht auch nicht. Stell dir vor, wir haben da ein Jahr lang vorbereitet und jetzt verbietet die das, bla 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 bla, und dann die Menschenrechte und aber sterben soll auch keiner. So, und jetzt hat man einfach eine Lage, wo irgendwer jetzt was Vernünftiges in der Mitte sagen muss. Und jetzt durch diese ganzen Internet-Hatereien ist es sehr schwierig, einfach mal zu sagen, was in der Mitte ist, weil die Leute von jeder Seite sagen, ich will das aber anders und ich will meine Daten nicht rausgeben und ich will aber, dass jeder gerettet wird und ich will aber und so weiter. Die Meinungen sind ja alle super. Die Frage ist ja, wer führt diese Krise? Ja, ne? Jetzt muss aber einer jetzt irgendwo sagen, in der Mitte, das machen wir jetzt. Und es gibt, man muss auch irgendwo mal die Diskussion dann einstellen und das machen, weil wie gesagt, das exponentiell wächst. Ja, ja, also ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, 3.000 Corona-Fälle pro Tag in Deutschland mehr, in Amerika ja 10.000. Und es geht wie eine Welle über uns weg und wir können da nicht 10 Tage offensichtlich nicht drüber reden. Und dann muss man vielleicht irgendwo Politik hin oder her, dann sagt man, wenn jetzt irgendwie meinetwegen Markus Söder das sagt, wir machen das so, dann sagt man, ja gut, dann machen wir es so. Einfach so, fertig. Ja, einfach mal was probieren. Ne? Ja, ich bin jetzt nicht CSU-Wähler. Ich wohne hier. Nein, ich wollte nur sagen, die Leute kommen immer, die reden immer so in Sympathien. Das ist übrigens, was wir gerade diskutiert haben. Die Leute, es gibt noch eine untere Stufe von Meinung. Also die haben nicht Meinung aus Erfahrung, sondern sie nehmen das, was ihnen sympathische Führer sagen. Ja, also Trump oder. Ja. Also ihre Meinung an, ja. Jens Spahn oder so. Also dann sagen sie, der ist mir unsympathisch, das will ich aber nicht. Oder der ist mir sympathisch, das will ich gern. Das spielt jetzt mal gar keine Rolle. Ja, und bei mir ist das jetzt immer im Internet so, wenn man sagt, guck mal, der hat das gesagt, dann sagen, den mag ich nicht. Das geht nachher nicht darum. Man muss irgendwie jetzt mal besonnen was tun. Und weiß nicht, es ist sehr schwierig, sowas wie Besonnenheit zu bekommen. In Blitzzeit, also ohne lange zu kakeln. Jetzt hören ja diesen Podcast viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Frage ist, so aus deiner Perspektive, aus deiner Beobachtung heraus, was wäre jetzt zu tun? Also was kann ich tatsächlich tun? Was kann ich machen? Was würdest du raten als Mentor oder Unternehmensberater? Ich könnte sagen, alle ab 60 sollen zu Hause bleiben und die anderen wieder zur Arbeit gehen zum Beispiel.
Ja, weil die Todesrate da irgendwie relativ minimal ist. Und dann macht man das jetzt so. Ja. Bei IBM hätten sie uns gebeten, unseren Jahresurlaub zu nehmen. Ja, dass die Firma keinen Schaden nimmt. Das hätten auch so die meisten alle gemacht. Also meine Erfahrung als Manager ist, dass die Deutschen nicht nur Klopapier horten, sondern Urlaub. Und den nehmen die nie. Da laufen die Leute mit 3 Monaten Überstunden faunstolz rum und wissen, dass sie das nie wiederkriegen. Aber irgendwie, wenn man sagt, nimm einen Monat davon weg, bleib zu Hause. Nein, das wollen sie nicht. Das finden total gut, viel Klopapier oder Überstunden zu haben. Ja. Heute hat der Sixtus, das ist so, der kläfft manchmal oder beißt im Internet, beißt es besser im Internet bei Twitter. Er hat dann geschrieben, diese Leute da, die sitzen zwischen dem Klopapier und würden gerne mehr kacken wollen. Das ist ein Irrtum. Sie wollen noch mehr Klopapier haben. Ja, bei Überstunden ist das auch so. Und da könnte man sagen, so, komm, jetzt seid lieb und verzichtet ein bisschen oder macht irgendwas und rettet die Firma. Und ich würde auch sagen, dass die Firma auch ein bisschen kulanter ist. Ja, so was Leute mit Mutterschaften und Schulkindern und so betrifft, dass man da irgendwie das ein bisschen weicher alles hält. Das kann man im Grunde kann man das sozusagen mit so ein bisschen liebenden Miteinander regeln. Aber ich fände schon eine gute Vorschrift, dass sagen wir mal, die Risikogruppen einfach zu Hause bleiben sollen. Die anderen gehen zur Arbeit und helfen denen. Ja, finde ich auch einen interessanten Vorschlag. Jetzt versuche ich gerade meinen Gedanken irgendwie da zu formulieren. Wenn ich mir anschaue, wir haben ja jetzt einen Wandel von offline zu online. Ja? Also das, was ich zum Beispiel, wir beraten zum Beispiel viele Firmen in Sachen digitale Geschäftsmodelle, Personal Branding und so weiter. Und diese exponentielle Kurve, die du vorhin angesprochen hast, die findet bei uns auch statt. Also jeder ist online, jeder ist on air und will sein Business prüfen, inwieweit das zukunfts- und tragfähig ist und dergleichen. Wie siehst du das? Wer heute digital null aufgestellt ist, also ganz klassisches, aber das hast du ja vorhin auch schon gesagt, mit den Restaurants beispielsweise, da existiert ja einfach kein digitales Business. Wüsste jetzt auch nicht, wie man das skalieren könnte. Aber wie kann ich dafür sorgen, dass ich mit meinem Unternehmen diese Zeit überbrücken kann. Lohnt sich das jetzt in zu investieren und zu sagen, ich muss jetzt diese digitale Transformation im Expresstempo schaffen? Ja, man hat ja keine Erfahrung, wie man das machen soll. Also bei Restaurants, wir haben in Waldhilsbach hier 2 und jetzt hat die Ortsverwaltung so uns eine Wurfsendung da rein, dass wir oft das bestellen können. Also die Speisekarte ist im Internet und wir sollen einfach da anrufen. Also das ist noch gar nicht digital, aber sozusagen die Vereinbarung ist so, dass sie ihre Speisekarte online stellen und dann können wir uns das nach Hause bringen lassen. Zum Beispiel. Also sagen wir mal, so eine Ortsgemeinschaft kann eine Menge abfedern. So bei kleinen Unternehmen. Ja. Oder so gibt ja auch viele Leute, die, das hat sich gerade einer bei Twitter beschwert. Jetzt, wo ich gerade mal zu 4 Wochen zu Hause bin, fangen in anderen Wohnungen alle an zu bohren und machen da was. Ist ja klar. Hat man ja Zeit. Also wir fangen ja auch an, dann irgendwie alles zu reparieren, wozu wir sonst keine Lust hatten. Und dann bildet sich natürlich irgendwie so eine Art andere Wirtschaft für eine gewisse Zeit. Und jetzt muss man so vielleicht, wie ich das die Legende von DDR-Bürgern sagte, muss man das jetzt organisieren. Das muss nicht unbedingt sein, dass man ganz digital wird, aber man sieht jetzt irgendwie den Wert, den das hätte. Ja, und das genau. Ja, die jungen Leute wollen sowieso bei einem Restaurant die Speisekarte vorher sehen, warum sollen sie da erst hinfahren und gucken oder sich schlecht überraschen lassen? Ja, und das merkt man jetzt so ein bisschen und ja. Ich weiß nicht, wie jetzt ein normales Unternehmen digital sein sollte, aber man merkt das jetzt irgendwo, dass man vieles versäumt hat und kann man ja einfach nachholen. Man hat Man sollte es verhängt. vielleicht noch mal andere fragen. Ja. Also was ich meinte jetzt mit dem Beispiel, dass diese ob Leute im Homeoffice faul sind, die Frage hatten wir vor 25 Jahren geklärt.
und alle sind zufrieden. Seit einem Vierteljahrhundert. Das sage ich immer wieder. Ich habe auch jetzt seit 1987 E-Mail, ja? Im Sinne online. Wir hatten einen wahnsinnigen Knall in der Firma, das war witzig, so um 92, 93, weiß nicht, da kam Word 2.0 raus, ich weiß aber nicht mehr genau, wann das war. Da konnte man dann an E-Mails eine Anhänge dran machen und dann ist der Netztraffic bei IBM so quasi um Faktor 20 hoch und dann kommt das Top-Management und sagt, wir verschwenden das Netzen, das ist so teuer und dann sage ich, habe da schon mal Anhänge dran. Ach so. Nein, diese allerersten Stufen, die müssen die viele Unternehmen jetzt nachholen. Die sind aber schon lange bekannt. Ja, und die sind manchmal so sehr lange dahinterher, dass es gar keiner mehr richtig erklären kann. Also ich habe es ja jetzt alles mitgemacht, so für 30 Jahre. Ich kann noch sozusagen die Entwicklung aufzählen, wie das geht, wenn man so als Anfänger anfängt und sich da langsam reinfuchst. Jetzt ist ja das Problem, wenn man später anfängt, dass man jetzt gleich ja so Zoom und also diese ganzen Videotechniken, Slack und so weiter kaufen muss, installieren. Und dann haben die Leute, die dann noch gar nichts damit zu tun haben, so das Gefühl, sie müssen SAP einführen. Ja, so aus dem Stand. Und dann rächt sich das meistens, wenn sie keine richtige Digitalisierungshistorie haben. Das sage ich auch mal, macht es doch einfach alle mit. Mhm. Installiert alle einfach WhatsApp. Ihr müsst es nicht benutzen. Mhm. Nur einmal so 5 Minuten ausprobieren. Und einmal Online-Banking. Nur mal gucken, das geht im Prinzip. Mhm. Damit man irgendwo weiß, wie die Welt weitergeht, wie die anderen Leute ticken und so weiter. Und was die anderen Leute von einem erwarten. Ja, die Gefahr ist ja, wenn es einer Volkswirtschaft zu gut geht, und wir hatten ja jetzt wirklich wunderbare Jahre, ne? Wunderbare Jahre auch der Trägheit. Warum soll ich mich 5 Minuten mit WhatsApp beschäftigen, wenn alles wunderbar läuft? Ich habe sehr viele Unternehmen gehabt, die mir immer wieder die Frage gestellt haben, wieso digital? Ne? Das so, wie wir es bisher gemacht haben, das hat uns zu dem Erfolg verholfen, den wir heute haben, ohne Zweifel. Ja? Aber also tatsächlich zu innovieren als Unternehmen, wirklich diesen Schritt zu machen und zu sagen, und wenn wir, wie du sagst, so einen Inkubator bauen, in dem wir einfach testen, ausprobieren, iterative Prozesse leben, ja. Inkubator ist auch nicht schön, weil sozusagen die Erfahrung nicht im ganzen Unternehmen gemacht wird. Also wenn ich das mal aufnehme, Inkubator lässt jetzt 3, 4 Leute oder 10 oder 100 eine Erfahrung machen. Also ich war ja selber bei IBM im Forschungszentrum. Das sind dann 50 Leute, die machen die Erfahrung mit diesen ganzen Sachen, aber sie kriegen das nicht so richtig in die Masse. Also es gab dann noch lange, wir hatten schon, wie gesagt, 87 Internet, also vielleicht sogar früher, das war mein erster Arbeitstag. Aber das gab dann noch lange im Top-Management so Internet-Ausdrucker. Also die lassen sich dann alles ausdrucken, alle. Und dann schreiben sie auf jedes Blatt abgelehnt, zugestimmt, wieder Vorlage haben und dann tippt die Sekretärin das wieder rein. Ja, so. Ja, ja. Und das haben wir noch lange erlebt. Also man muss eben schon die Erfahrung in alle reinbringen. Und das meine ich, dass die Corona-Krise jetzt so ein wichtiger Schritt ist, weil dieses persönliche Begegnen mit der Digitalisierung jetzt eine ganz große Klasse von Leuten trifft, die es vorher noch nicht gehabt haben. Hm. Ja, also das ist ganz... Ja, ist ganz interessant, weil ich habe mit dem Inkubator ähnliche Erfahrungen gemacht, aber auch durchaus sehr erfolgreiche Projekte, wenn es gelungen ist in der Kommunikation, also wenn die Kommunikation nicht abreißt, ja, die Leute dann im Ganzen in der Company mitzunehmen auf die Reise. Was allerdings, und was ich sehr schön finde, ist, was du immer wieder sagst, ist, dass dieses Wir hilft, ja, also dass wenn wir zusammen in unserer Dorfgemeinschaft im Restaurant helfen, indem wir dort bestellen und die liefern uns das, ja, oder das voneinander lernen, ja, dass wenn das Ausland es besser macht als wir, dass wir das auch erkennen dürfen, dass wir das adaptieren können, ja. Also ich glaube, da liegt wirklich ein großer Schlüssel, dass in dieser Solidarität, in der wir ja jetzt auch im Privaten miteinander umgehen, aufeinander aufpassen, uns helfen, ja, uns Lebensmittel einkaufen und so weiter, dass diese Solidarität auch unternehmerisch gilt und auch die Mitarbeiter ihr Unternehmen retten können, wenn sie denn
sich entsprechend verhalten. Ja, die müssen wir einfach jetzt mal so zusammenstellen. Man darf ihm dann sich nicht so konfrontativ gegenüberstehen, dann hilft es halt nicht. Ja, genau. Das zeigt sich auch so ein bisschen, glaube ich, so der im Führungsstil der Vergangenheit, wie Mitarbeiter jetzt darauf reagieren. Ja? Also ob sie sagen, diese reichen Köpfe da oben können das ruhig bezahlen. Ja? Oder ob man so ein gewisses Verständnis hat, wie schwierig das irgendwo auch ist. Ja, Da gibt es verschiedene Unternehmenskulturen und wird ja lange gesagt, dass man so eine Gemeinschaftskultur haben sollte, aber das muss sich eine Firma auch irgendwie leisten. Leisten ist ein falsches Wort, das darf man nicht sagen. Nein, man sagt immer, das kostet was, das stimmt ja nicht. Also, das ist übrigens auch das ist, glaube ich, jetzt sozusagen eine Erkenntnis auf der systemischen Ebene. Wenn die Leute zufrieden sind, gut behandelt werden und sich gerecht und bezahlt fühlen und Spaß bei der Arbeit haben, dann ist die Produktivität höher. Das wird auch bestritten, genauso wie Homeoffice, dass die dann faul sind. Also wenn die Leute bei der Arbeit fröhlich sind oder auf dem Flur mal rumstehen oder Kaffee trinken, dann werden so die klassischen Manager werden dann irgendwie nervös. Ruhig, ja. Faul, ja. Und die optimalen Kulturen, das ist, glaube ich, mathematisch alles bewiesen. Man weiß das, dass diese ein bisschen aufgelockerten Kulturen viel höhere Gewinne abwerfen, aber sie machen es trotzdem nicht. Sie machen Micromanagement. Was machen sie hier gerade? Oder ist die Mittagspause ist nach Tarif 20 Minuten. Jetzt ist es schon 12.22 Uhr und so weiter. Das bringt nichts. Und ich glaube, die Firmen, die quasi so besser aufgestellt sind kulturell, haben da vielleicht auch weniger Ärger. Die anderen müssen jetzt irgendwie durch wahrscheinlich mit dem Betriebsrat diskutieren. Und dann gibt es wieder so einen Hickhack wie mit den Demokraten und Republikanern da um die 2 Billionen in der US-Regierung. Dann hacken sie sich alle rum und dann kommt irgendwas Komisches bei raus. Und im Grunde wäre es besser, wenn man kulturell vielleicht ein paar Richtlinien ausgibt. Überlegt, ob ihr einen Urlaub nehmen könnt. Und man kann ja jetzt nicht wegfahren. Also praktisch wäre ja schick, wenn man jetzt so ein virenfreies Land hätte, wo man hinfahren kann. Aber das wird schwierig sein. Ja, und wie gesagt, bei den Industrie, also was mit den Unternehmern passiert, muss man dann außer kulturellen Sachen, die allgemein gelten, eben jetzt Branche für Branche entscheiden. Also ich glaube, die Reisebüros, wenn die keine Reserven haben, sind einfach hin. Mhm. Ja, also auch wenn Corona vorbei ist, haben wir ja arme Leute. Mhm. Also praktisch der Konsum wird ja dann zurückgehen. Also wenn ich die Wirtschaft wieder anfahre, haben ja die Leute alle Blessuren. Also werden jetzt vielleicht die sowas wie Autofabriken Kurzarbeit anmelden und so weiter, dann kriegen die Leute 2/3 oder ich weiß nicht genau, das Gehalt ist weitergezahlt und dann müssen sie ja davon ihre Miete und sonst was bezahlen und dann werden alle anfangen zu rechnen. Und wenn man sagen würde, Corona ist over, also wir wünschen uns Corona jetzt einfach weg, 1. August sind alle weg, ja? Dann werden sie nicht am 1. August in Urlaub fahren. Mhm. Ja, weil das Geld ist nicht da. Ja. Ja, was weil man drei Monate. Und das muss man sich jetzt mal in allen Facetten so durchdenken. Und da sind viele Leute, die glauben, dass sie auf der sicheren Seite sind, sagen wir mal so Immobilienbesitzer. Die sagen, Haus ist Haus, Edge. Ja? So, aber wenn sie jetzt neu vermieten, kriegen sie nicht 10% mehr Miete. Das, weil alle Leute jetzt irgendwie in Seilen hängen. Und das gibt natürlich auch irgendwo andere Produktwünsche. Mhm. Jetzt auch meinetwegen für sowas wie Gemüse und Fleisch und sonst was, die Leute gucken dann doch sehr viel mehr aufs Geld. Dann muss man gucken, ob man das richtige Produktportfolio hat oder sowas. Man muss es wirklich mal zu Ende denken. Also praktisch, wenn man jetzt einfach den Leuten für 2-3 Monate das Gehalt wegnimmt oder einigen oder vielen davon, dann hat das natürlich Verwerfungen. Ich glaube ja, eine Zukunftsbranche wird Internet Security sein. Ja, das ist klar. Ist ja ich auch kenne eigentlich welche aus meiner Bekanntenklasse. die machen jetzt alle Homeoffice und dann kommt die Sicherheitspolizei und sagt, das ist Homeoffice, wie geht denn das? Ja, vor allem auch, wenn du dir mal überlegst, ja, die gehen ja jetzt alle online, ja. So, dann haben wir den Virus in der realen Welt, den gibt es dann noch als 2.0-Variante digital, ja, und dann sind wir ja alle in der digitalen Welt zu Hause mit unserem Business und unseren Geschäftsmodellen.
Und wenn du dann einen Security-Lag hast, wenn du dann irgendwie ein Problem hast, ja, dann hast du, also dann ist richtig vorbei, glaube ich. Also ich glaube, dass das eine sehr zukunftsfähige Geschichte ist. Und was ja jetzt viele Unternehmen machen könnten, Thema Fachkräftemangel, der ja noch dramatisch zunehmen wird, weil alle, die Digitalkompetenzen haben, einfach weg sind vom Markt, ja, weil jeder die Digitalkompetenzen genau jetzt braucht, ja. Also ich glaube, jetzt ist, glaube ich, eine gute Zeit, ins Recruiting zu gehen. Ja, gut, ja, das kann man jetzt alles machen. In Ruhe vor allen Ich Dingen. meine, nur es geht nicht in 10 Tagen. Also ich kann ja jetzt nicht in 10 Tagen eine Security-Firma geben. Also die üblichen sind ja jetzt an der Börse schon hochgeschossen. CrowdStrike oder ja, so. Ich habe immer so die mehr größeren drin. Aber ich meine, jetzt sozusagen auch, es gibt so Internetplattformen, wo IT-Professionals Aufträge austauschen. Ja? Ja, weil die von zu Hause arbeiten. Dann kann es natürlich sein, dass sehr viel mehr auf so eine Plattform gehen, dass viele Arbeiten dann irgendwo übers Internet ausgetauscht werden. Auf der anderen Seite, wenn, wie gesagt, Leute so ein bisschen verarmen über 3 Monate, dann gibt es natürlich auch einen Druck auf Preise und so weiter. Das ist alles nicht so ganz klar. Also ein bisschen muss man jetzt so auf Sicht fahren, das hilft nichts. Das ist jetzt die große Kunst. Aber wie heißt denn das? Jetzt habe ich den Namen gleich wieder vergessen. Es gibt so eine Intelligenz, das hat einen Namen, das ist Metis. Metis auf Englisch. Metis ist die erste Frau, also vor Hera, die erste Frau von Zeus. Und der ist geweissagt worden, die gibt es nicht auf Bildern, der ist geweissagt worden, dass sie den nächsten Weltenherrscher gebären wird, wenn man das noch kennt, die Geschichte. Und da hat Zeus sie verschlungen. Und die ist irgendwie vom Magen ins Gehirn gewandert. Und ist ihm jetzt so, dass so die Weisheit, Metis gibt ihm die Weisheit und gibt immer noch Rat, so, also wenn er nicht Bescheid weiß. Das Kind, sie war aber schon schwanger, als er sie verschluckt hat. Und dann ist ja Pallas Athene aus dem Kopf gekommen. Du musst ja den Kopf spalten, dann ist Pallas Athene ja rausgesprungen. Ja, so. Das ist so die Sage. Und da gibt es so einen wunderschönen Artikel über Metis. Das ist so, irgendwie zu wissen, was der Kleine, die Göttin im Ohr oder im Kopf einem dann noch sagt. Und das ist sowas wie die Intelligenz, weil der Griechen, dass ein Kapitän irgendwie mitten im Sturm weiß, was er zu tun hat. Also Intuitiv. man muss irgendwie wissen, wann der Mast gekappt wird, also damals bei Segelschiffen, und wann man Segel überhaupt hisst oder runter und wie das jetzt geht und wann man wen über Bord schmeißt oder auf ist. Also da gibt es ja ganz viele Seefahrergeschichten, wo es drauf ankommt, im Sturm das Richtige zu tun. Und das ist eine Fähigkeit, die gibt es ganz, ganz, ganz selten. Das ist so richtig erprobt, sturmerprobt wird, heißt es ja, ja. Und im Grunde haben wir jetzt in so mehr bürokratische Politiker und die sind nicht sturmerprobt. Ja? Ich Und glaube aber, dass viele. dann wünschen wir uns dann so einen Schmidt-Schnauze zurück, der da bei der Sturmflut 1962 einfach alles geregelt hat und das ging, durfte man nicht und er hat einfach gemacht und dann war das alles gut und dann haben wir ihn hinterher verehrt. Aber im Grunde wäre es gut, man hätte jetzt solche Leute, die das einfach machen. Also ich glaube auch, dass es vielleicht auf Unternehmerebene dadurch, dass wir diesen Fall noch nie vorher hatten, ja, also zumindest die Generation, dass hier die intuitive Kompetenz, weißt du, wieder mehr zum Tragen kommt, anstatt in diesen Überinformationen und Fake News rumzuwühlen und zu sagen, gibt es da irgendjemanden Schlauen, der mir eine Lösung bringen kann, sondern intuitiv wirklich selbst auf sein Unternehmen zu schauen, in die Kommunikation zu gehen, Unternehmenskultur neu zu beatmen mit neuen Ideen und diesem Wir, das ich bei dir so schön heute gehört habe, ja. Hast du noch zum Abschluss so einen letzten Gunter Dück-Impuls? Mein letzter Wunsch. Nee, nicht der letzte Wunsch. Wir haben noch ein Interview, mein Lieber. Nö, eigentlich nicht. Also ich meine, ich habe ja jetzt, ich habe alles mal aufgeschrieben, also praktisch, habe heute gerade eine Mail gekriegt. Du sagst immer, du hast das vor 20 Jahren gesehen, das ist arrogant. Ich habe gesagt, nein, ich trauere manchmal ein bisschen, weil man diese ganze Entwicklung ja sehen kann. Ich habe jetzt ja 2 Jahre an so einem Buch gearbeitet, also das heißt, heute schon einen Prozessor optimiert.
das Management frisst seine Mitarbeiter, also so richtig in den Untertitel ist von mir. Und da habe ich ja vor diesen ganzen Sachen gewarnt, dass wir in den Fähigkeiten langsam automatisiert und runtergedimmt werden und hinterher nur noch vorlesen, was der Computer uns sagt. Ja? Mhm. Und in so einer Stimmung kann gar keiner mehr irgendwas anderes machen. Also das sind nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Manager, sind so an Prozesse gewöhnt und dass die immer nur draufhauen müssen, wenn jemand da nicht genug liefert. Mhm. Sind so sehr an Prozesse gewöhnt, dass sie jetzt sozusagen dieses Sturmerprobte gar nicht mehr haben. Das sind keine Veteranen mehr, sondern also das hilft nichts. Also wenn ich 5 Jahre Prozesse gemacht habe oder 20 Jahre, dann bin ich erfahren in Prozesse, aber ich bin immer noch nicht Sturmerprobt. Und wir sollten solche Leute auch mal fördern und überhaupt uns um so kümmern, dass wir in den Unternehmen solche Leute auch haben. Und dann muss man sie auch mal austoben lassen und so weiter. Ja, deswegen versuche ich. Da wäre es ganz gut, wir würden mal die ganze Personalpolitik durchgucken. Ja. Also ich glaube, dass wir sehr, sehr viele Leute brauchen, die jetzt auch wieder die Businesses anfahren und auch anders anfahren. Und ja, wir haben dann nicht nur die paar Startups in den Inkubatoren, sondern wir müssen ja diese ganzen kaputtgegangenen Unternehmen jetzt wieder alle hochbringen. Und die Leute, die jetzt das nur so normal können, sind wahrscheinlich nicht geschult, es wieder hochzufahren. Die werden richtig so auf Grund laufen. Und wir werden dann sehen, dass wir so Leute brauchen. Und da sollte man länger drüber nachdenken. Das lassen wir genauso. Liebe Gunther, danke für deine Zeit heute. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns wieder gehört haben. Und wir haben ja schon abgesprochen, dass wir uns ein weiteres Mal hören, aber dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Vielen Dank und bleibt gesund, auch an alle Hörer, die jetzt hier dabei waren und das angehört haben. Bleibt gesund und rebellisch.